Es ist noch nicht allzu lange her, da sprach die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton immer von den USA und dem Rest der Welt. Das war Ausdruck eines Supermachtbewusstseins und dieses Supermachtbewusstsein ist immer noch da, aber die Realitäten sind inzwischen anders geworden. Die anderen sind nicht mehr nur der Rest der Welt, aber eins ist klar, Europa wird immer abhängiger von den USA, während der Rest der Welt diese Dominanz der USA anfechten will. Und das sehen wir derzeit vor allem im Ölsektor, das sehen wir bei der OPEC. Und es ist kein Zufall, dass Joe Biden heute wieder sich geäußert hat zu dieser OPEC-Entscheidung, die Produktion zu kürzen. Den zweiten Tag in Folge äußert er sich. Also das ist ein Riesenthema für die Amerikaner. Und was die Amerikaner wiederum tun, ist ein Riesenthema dann doch für den Rest der Welt. Denn die Amerikaner haben zwei große Assets. Sie drucken selbst die Weltwährung, nämlich den Dollar auf der einen Seite. Und sie haben natürlich die überlegene Waffentechnik nach wie vor. Gegen die Amerikaner kannst du keinen Krieg gewinnen. Das stellen derzeit auch die Russen fest, denn eins ist ja klar, ohne die Amerikaner und deren Aufklärungshilfe über Satelliten, deren militärische Beratung, wären die Ukrainer nicht in der Lage, jetzt solche Erfolge gegen die Russen zu erzielen. Schauen wir uns mal dieses interessante Surrounding, dieses Umfeld an. Da gibt es interessante Entwicklungen derzeit. Eins ist klar, die Amerikaner bringen in Gestalt der Fed und den Zinsanhebungen, diesem sehr, sehr schnellen Zinsanhebungszyklus, der schnellste in der Geschichte der USA, andere Länder schwer, schwer unter Druck, denn der Dollar wertet auf. Das zwingt andere Länder, erstens ihre Währung zu stützen, um sozusagen den Inflationsdruck im eigenen Land nicht überschießen zu lassen, denn fast alles wird in Dollar gehandelt. Also wenn ich Rohstoffe importieren muss, dann ist ein starker Dollar inflationär für die eigene Entwicklung im Lande. Dementsprechend bringt das natürlich die ganzen anderen Länder unter Druck und dämpft das Wirtschaftswachstum oder bringt es sogar komplett zum Erliegen in der Welt. Und die Welt ist komplett geleveraged. Um den Dollar herum könnte man sagen, wie Alfier sagt, die globale Weltwirtschaft ist und ihr Geldsystem ist centered and leveraged around the US and the US Dollar. Also das gesamte Finanzsystem dreht sich im Grunde um die Supermacht USA und dementsprechend hat das natürlich Auswirkungen auf alle anderen, nur nicht auf die Amerikaner selbst. Alle anderen Notenbanken müssen reagieren auf das, was die Fed tut. Nur die Fed kann im Grunde selbstständig entscheiden. Und auf der anderen Seite, was Simon Betschinger hier sagt, die USA haben zwei wichtige Entscheidungen in diesem Jahr getroffen. Erstens, der Ukraine zu helfen und zweitens, Taiwan Beistand zu garantieren. Also man zieht hier rote Linien sowohl für Russland als auch für China. Ob das wirklich Frieden garantiert, wie Betschinger hier sagt, ist eine andere Frage. Aber die anderen wissen auf jeden Fall, hups, wenn ich also bestimmte rote Linien überschreite, dann bekomme ich es doch mit dieser Militärmacht der Amerikaner zu tun. Und gegen die ist es schwer zu gewinnen. Das dürfte allen klar sein. Aber es ist auch schwer für die Amerikaner gegen den Rest der Welt zu gewinnen. Das werden wir gleich sehen. Aber hier sehen wir mal, was andere Notenbanken tun müssen. Die weltweiten Devisenreserven sind im Rekordtempo geschrumpft, weil die Notenbanken anderer Länder eben keine andere Chance haben, als ihre eigene Währung zu stützen. Auch weil in ihrer Bilanz die eigenen Währungen abgewerten zum US-Dollar. Das reduziert praktisch dann auch ihre Bilanzsumme. Und die Frage ist ja, wann steuert die Fed um? Das ist ja auch eine Frage, die die Märkte wahnsinnig stark interessiert. Heute hat etwa die IWF-Chefin gewarnt, dass das Risiko einer globalen Rezession deutlich gestiegen sei. 4 Billionen in Output seien gefährdet für die Welt, unter anderem aufgrund der starken Zinsanhebungen und dem starken Dollar, der aus diesen Zinsanhebungen folgt. Und wann werden die Amerikaner umsteuern? Wann ist der Punkt erreicht, dieses Fed Pivots, dieses Umkehrens, dieses Umdenkens innerhalb der Fed? Und hier ein interessanter Artikel im Wall Street Journal, der sagt, nee, das wird nicht so schnell passieren, sondern erst, wenn die Weltwirtschaft für die USA selbst ein Riesenproblem wird. Paul sagt ja in seinen Pressekonferenzen immer, ja, uns ist bewusst, dass unsere Entscheidungen auch für den Rest der Welt in Anführungszeichen große Auswirkungen haben. Aber erst wenn die amerikanische Wirtschaft selber die Folgen dieser sich sehr stark abkühlenden Weltwirtschaft registriert, dann dürfte die Fed wirklich umsteuern.
Ähnlich auch hier die Bank of America. Die sagen, ja, wann steuert die Fed um? Und hier sagte die Bank of America, okay, erst wenn der Labor Market, also wenn der Arbeitsmarkt in den USA wirklich beginnt, Brüche zu zeigen. Aber auch die Märkte zeigen ja schon Brüche, denn wir sehen, dass der Dollar heute wieder stark angestiegen ist. Der Euro hat wieder fast 1% verloren zum US-Dollar, ist jetzt auf 0,98 wieder gefallen. Also wir haben Dollarstärke, das wiederum schürt die Inflation in anderen Ländern und Dollarstärke ist schlecht für die Aktienmärkte. Gleichwohl hat man heute sich einigermaßen gut noch gehalten angesichts dieser Dollarstärke. Und heute dann Fed-Aussagen wieder von dem ehemaligen Tennisspieler Andrew Agassi, nein, das ist Neil Kashkari, der gesagt hat, ja, wir sind noch weit weg von einer Pause in Sachen Zinsanhebungen und ja, ich antizipiere Brüche in den Finanzmärkten, in den internationalen, aber für eine Kursänderung der Fed, da liegt die Latte sehr, sehr hoch, da muss schon sehr, sehr viel passieren, er sei auch nicht besorgt über eine Stagflation. Jetzt sagen böse Zungen, ja gut, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was eine Stagflation ist, weil du hast eine Kreditkarte der Fed, du musst dich um dein eigenes Geld ja gar nicht mehr kümmern. So oder so, es ist letztendlich ein Spiel Märkte gegen die Fed. Die Fed sagt, wir werden die Zinsen nicht senken. Die Fed ist überzeugt, dass sie die Zinsen also im Jahr 2023 oben halten will. Die Märkte sagen, ja, ist ein netter Versuch, aber es ist Bullshit, das wirst du nicht durchhalten, das werdet ihr nicht durchhalten. Und das ist im Grunde jetzt das ganze Spiel, das derzeit läuft. Dementsprechend natürlich morgen die US-Arbeitsmarktdaten so wichtig und dann nächste Woche die Inflationszahlen aus den USA. Ein bisschen Erleichterung verspricht hier Bostic, der San Francisco Fed-Chef, der gesagt hat, pardon, wenn wir jetzt zu aggressiv sind, dann müssen wir vielleicht nachher doch wieder deutlich defensiver werden und müssen dann wieder relativ schnell umsteuern. Also lasst uns vielleicht mal ein bisschen abwartender agieren. Also Bostic ist einer derjenigen, der den Märkten so ein bisschen Hoffnung gibt. Dennoch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zinsschritt jetzt bei der Anfang November Sitzung der Fed mit 0,75% passiert, da liegt die Wahrscheinlichkeit bei gut 80%, also die Wahrscheinlichkeit wieder deutlich gestiegen. Und wenn wir jetzt mal zu dieser ganzen Thematik Energie kommen, jenseits des Dollars, dann haben die Amerikaner ja auch mit der Inflation ein Problem. Diese Inflation in den USA hängt natürlich stark auch vom Ölpreis ab. Und hier hat die OPEC ja, OPEC Plus ja gestern entschieden, wir werden die Produktion kürzen. Und vor allem, was hier deutlich formuliert wurde, vor allem von den Saudis, das erste Mal in der Geschichte haben weder Washington, London, Paris noch Berlin irgendeinen Verbündeten innerhalb der OPEC, nämlich Plus-Gruppe. Vor allem Russland ist ja eher ein Feind, der jedenfalls ist das eine ziemlich deutliche Ansage. Und wie gesagt, Joe Biden hat in den letzten Tagen, jetzt gestern und heute, immer wieder über diese OPEC-Entscheidung gesprochen. Wenn wir zu den Saudis nochmal kommen, die kaufen übrigens derzeit keine amerikanischen Staatsanleihen mehr. Das müssen sie nicht, weil sie eben so gute Einnahmen haben. Sie müssen also nicht, über US-Staatsanleihen ihre Devisen, Dollar-Devisenreserven aufbauen. Und dieser Schritt der OPEC, der hat auch Einfluss eben auf die Finanzmärkte, vor allem auch auf die Aktienmärkte, weil man sich sagt, naja, wenn der Ölpreis hoch ist, dann kann die Fed das sozusagen nicht schnell umsteuern, weil die Inflation dann hoch bleiben wird. Und das Weiße Haus heute dann auch nochmal mit der Aussage, ja, also so stark ist der Ölpreis nicht gestiegen, wie wir befürchtet hatten nach dieser Produktionskürzung. Und Biden, ich überlege Alternativen für Öl nach der OPEC-Entscheidung. Auch der Energieberater von Biden, Hochstein, hat gesagt, wir müssen noch einige Arbeit tun in Sachen strategische Ölreserven, aber die haben die Amerikaner ja schon sehr, sehr weit runtergefahren. Man zeigt auf jeden Fall seine Enttäuschung. Wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung von OPEC und Russland. Das ist ein Fehler, das war unnötig. Also man fürchtet, dass eben die Inflation in den USA hier weiter steigt. Der Ölpreis ist gestiegen, zweistellig gestiegen, ich glaube 11% bis jetzt in dieser Woche. Und wir sehen, da ist durchaus was nach oben gegangen, aber insgesamt sind wir doch noch weit von den Höchstständen entfernt hier in diesem Chart von Capital.com. Oben sehen Sie rechts mal die strategischen Ölreserven und insgesamt ist es schon so, dass die Amerikaner jetzt mehr Gas nach Europa liefern, nämlich mehr als russisches Gas
sowohl Pipeline als auch Flüssiggas als die Russen. Also wir haben jetzt eine komplett andere Reihenfolge. Es kommt ja noch Gas nach Europa über verschiedene Pipelines, nur halt nicht über Nord Stream 1 oder schon gar nicht 2. Jedenfalls sehen wir, dass die Amerikaner auch in Sachen Gas und in Sachen Öl für die Europäer, vor allem für die Deutschen, immer wichtiger werden. Dabei könnten wir, wenn wir es nur wollten, uns einigermaßen gut versorgen. Allein in Groningen, Holland, wäre die Möglichkeit, dass man komplett, dass Deutschland zum Beispiel komplett das russische Gas ersetzen könnte, weil das ausreichen würde. Mal ganz abgesehen von den Vorkommen von Gas in Deutschland und Rumänien zum Beispiel, hat jetzt Interessantes gemacht. Da hat man die Preise für Brennholz gedeckelt. Also das ist dann eine andere Art, mit Preisdeckeln zu agieren. Und hier sehen wir, dass jetzt derzeit sehr, sehr viel Flüssiggas nach Europa kommt. Das Problem ist allerdings, dass wir nicht genug Terminals haben, um das Ganze dann wirklich zu verarbeiten. Das Wetter ist mild, sowohl in Europa als auch in den USA. Deswegen ist der Preisabstand zwischen dem LNG, das hier in Europa gehandelt wird, und dem amerikanischen LNG doch relativ groß. Die Bundesnetzagentur warnt, Gasverbrauch steigt wieder an. Lage kann sehr ernst werden, weil die Leute und Firmen wieder mehr Gas verbrauchen. Heizölpreise sind stark gestiegen, die Konzerne bestreiten die Übergewinne, aber die Zahlen sind ziemlich eindeutig. Da machen sich die Leute die Taschen voll, die in diesem Business sind. Das kann man, glaube ich, nicht anders erklären, dass die Heizölpreise trotz nicht so wirklich hoher Ölpreise doch nach wie vor extrem hoch sind. Und das Problem ist, mit den alternativen Energien ist es nicht viel besser. Wir brauchen ja dafür bestimmte Metalle, Kupfer, Nickel, Kobalt, seltene Erden, Lithium und so weiter. Und fast alles wird in Ländern hergestellt oder verarbeitet, die aus unserer Sicht problematisch sind, vor allem China. Andere Länder dann etwa Kongo, Kobalt, aber auch Indonesien, Lithium in Australien. Also wir selbst haben nichts. Ich muss mir ständig hier die Nase versuchen abzuputzen, weil sonst läuft mir hier der Schnodder noch nach unten, sorry. Jedenfalls haben wir eben nichts von diesen Rohstoffen. Interessant ist, dass Weißrussland jetzt versucht, ab 6. Oktober gibt es keine Preissteigerung mehr. Jawohl, das wird wahrscheinlich bei uns auch kommen, dass dies schlichtweg verboten wird. Und interessant auch, dass Putins Approval Ratings doch das erste Mal jetzt seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Fallen sind, eben weil der Krieg nicht so besonders gut läuft. Abschließend zwei Artikel, meine Damen und Herren. Russland, wie viel Gas noch nach Europa kommt. Die Russen haben ja gesagt, Nord Stream 2 wäre ja wieder zur Verfügung. Erste Artikelempfehlung, sehr interessante Details, was da eigentlich derzeit läuft. Und die zweite Artikelempfehlung nehme ich über diese weltweiten Devisenreserven, wie andere Länder in Schwierigkeiten sind durch die Politik der Amerikaner, durch diese Waffe Dollar. Das ist schon erstaunlich. Zwei Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt für heute Abend und sage Servus und Ciao.